Ich scheiße! Ob im Theater oder im Film, Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen und verkörpern Werte, Identitäten und Kulturen. Darum geht es heute bei Junge Köpfe, dem Talkformat der FAZ in Berlin. Unser Thema, Geschlechtertauschen noch erlaubt, Schauspielen in Zeiten von Identitätspolitik und Cancel Culture. Wir haben zu Gast den Schauspieler Dimitri Schad, der hier am Maxim Gorki Theater lange Zeit im Ensemble war und mittlerweile vor allem als Darsteller auf der Leinwand bekannt ist, unter anderem so erfolgreichen Filmen wie Känguru-Chroniken und aktuell im Film Aus meiner Haut. Wir diskutieren mit ihm über das schwierige Verhältnis von Politik und Performance, den Wandel des Schauspielerberufs und die Zukunft des darstellenden Spiels in Deutschland. Schnick, schnack, schnuck. Wenn ich gewinne, dann warten wir auf Lisbeth und wenn du gewinnst, dann... Dann schlafen wir ab sofort in einem Stockbett. Oder du wirfst dich vor Marias Füße und bettelst. Vergiss es. Niemals. Lass schnicken. Und jetzt gehen wir ins Theater. Nein, in die FAZ. Ich bin Dimitri Schad, Schauspieler, Autor und ganz angenehmer Mensch. 3, 2. Herzlich willkommen hier bei der FAZ, heute in einem neuen Setting in unserem Kaminzimmer. Hat sich das verändert, also das Berufsbild des Schauspielers 1983 und 2023? Es ist deutlich, deutlich schlechter geworden. Die Arbeitsbedingungen, die Zeit und die Sorgfalt, die man entgegenbringen kann und dementsprechend die Vorbereitungszeit und die Hingabe der Regisseurinnen und Regisseure ist statistisch gesehen deutlich weniger. Das heißt, man muss als Schauspielerin und Schauspieler heute deutlich mehr Aufgaben übernehmen. Vielschichtigere Aufgaben, man muss in der Lage sein, dramaturgisch mitarbeiten zu können, man muss sozusagen bestimmte politische Dimensionen mitdenken von dem, wie man spielt, man muss nicht nur was ich versuche auch zu unterrichten an der Ernst Busch, ist nicht nur dann so klassisches Sprechtheaterhandwerk, sondern auch Performancekunst, so, die dort bestimmte Schnittstellen hat. Und dann kommt auch noch diese extrem große Versuchung hinzu, dass wo man halt bis vor ein paar Jahren konnte man halt nur irgendwie im Vorabend oder im Hauptabend irgendwie eine Leiche mal spielen. Aber das hat sich ja auch verändert und es gibt viel, viel mehr. Plus, wir sind dann auch noch Meister der Selbstvermarktung, weil wir das dann irgendwie auch noch über Social Media und so weiter machen müssen. Also die Anforderungen an Schauspieler heute sind ungleich viel größer, als sie früher waren. Und viele der Anforderungen haben wenig mit dem schauspielerischen Beruf zu tun, sondern haben mit vielen, vielen anderen Berufen zu tun. Sondern du bist gleichzeitig Ich-RG und Buchhalter und Hobbydramaturg und Identitätspolitiker. Ich sage ja gar nicht, dass man bestimmte Sachen nicht mehr machen darf, sondern nur, also wir dürfen ja nach wie vor alles sagen. Das ist ja nicht bedroht. Spielen, die Frage ist sozusagen, lohnt es sich und warum tun wir es? Und ich kann mir vorstellen, dass man auch bei bestimmten kritischen Punkten oder bei bestimmten kritischen Aspekten, dass man die auf die Bühne kriegen kann. Nur man muss halt einfach wissen, dass es mit bestimmten anderen Reibungsflächen verbunden ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also ich will nur darauf hinaus, dass ich aus meiner Praxis keine Diktatur erlebt habe, die mir irgendwie sagt, das darf man aber nicht mehr sagen, sondern wenn, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass das und das diese Konnotationen hat. Ja. Und wenn man sie bedient, dann kann es eben, dann wird es eine verletzende Sprache sein und es wird etwas weitergetragen, was strukturell falsch ist. So, und dass man das einfach nur hinterfragt, das ist alles, worauf ich hinaus möchte. Was meint ihr? Sollte ein Theaterstück, das nur für Männerrollen hat, gecancelt werden? Wie frei bzw. unfrei sollte das Theater sein? Schreibt uns eure Kommentare. Das ganze Gespräch gibt es wie immer nachzuhören im FAZ-Podcast für Deutschland und auf faz.net/junge Köpfe. Und wie geht's weiter? Junge Köpfe geht auf Reisen. Am 31. März sind wir in Frankfurt beim FAZ-Kongress und haben dort einen durchaus umstrittenen Gast, nämlich Sebastian Kurz, den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler und heutigen Investor. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Schauspielen ist toll. Das ist ja ganz lustig. Quatsch mit Süßchen, Klüssi. Okay, jetzt also Konzentration. Warte mal, ich muss jetzt aber... Ja, so, Helene, Frau Bobrowski muss sich jetzt erstmal entkleiden. Ja? Aber wenn sie sich aussieht, ziehe ich mich auch aus. Ja.